So. Hep. Eins. Zwei. Drei. Vier. Auf Wiedersehen. Hurra, hurra, der Bastard ist tot. Ich habe keine Ahnung, wie viele Save-State ich in der Stage benutzt habe, aber ist mir egal. Bei der Stage gewesen jetzt ernsthaft. Final hat sich auch nicht an die ganzen Save-State-Begrenzungen gehalten. Ich denke schon, dass ich die Stage auch ohne zu viele Save-States geschafft hätte, wenn ich sie jetzt nochmal gemacht hätte, aber keine Lust, das nochmal zu machen. So, Buster Only Stage. Hallo Heatman. Die einzige Stage, die man nicht richtig editieren kann. So. Das war ja Epic Fail. Mal lasse ich mich nicht von Heatman treffen. Ooh-wee. Und danke für meine Energie. Jetzt geht's zu Airman. Hallo Airman. So, wunderbar. Das war Airman. Hallo Woodman. So. Woodland muss ich immer einen Hit fressen. Ich weiß gar nicht, wie der gehen soll ohne Hit. Auf Difficult, Buster Only. Gut. Durch das Rutschschild getiltet. Und weiter geht's mit Bubble Man. So. Ui. Ach, ich bin so dumm. Warum lasse ich mich von den Blasen erwischen? So. Gut, das war's mit Bubble Man. Bis jetzt bin ich bei jedem Boss, nachdem Kill noch voll geheilt wurden. Mal sehen, ob das bei Quickman auch der Fall sein wird. Und nicht ganz voll, schade. Naja, dafür mache ich Crashman wieder voll. So. Eigentlich ist Crashman ja wirklich einer der leichtesten. Wobei, na gut, okay, er ist nicht unbedingt einer der leichtesten, aber er geht im Gegensatz zu manchen anderen halt No-Hit, auch wenn man sich nicht gerade so dumm anstellt wie ich. So. Ist das ein langweiliger Fight? Und tschüss. Danke.
Hallo Metal Man! So. So. Gut, und das war auch das. Und der letzte und höchstwahrscheinlich am einfachsten zu besiegende Warlord Master in den Crate 8 Stages. Gut. Hallo Wily. Ich kann es immer nur wieder betonen, bei einem ganz normalen Wily ist es am sichersten einfach, sich hier links hinzustellen und immer dann anzuspringen, wenn er schießt. Nur hochspringen, weil dann ist der Schuss aus dem Bildschirm, bevor einen die Hitbox treffen kann. Weil die Hitbox ziemlich groß ist, kann man mit einem vorne springen, seinem Schuss, seinen Bogenschuss praktisch verkacken und damit sich selbst schwerer machen. Die zweite Phase ist nicht ausweichbar. Da heißt es jetzt, feuern, was das Zeug hält. Und tschüss. Gut. Und das war auch die Crate 8 Stage. Buster Only. Jetzt geht's in die letzte Stage. Und die könnte noch verändert sein. Ich ziehe schon mal noch ein bisschen nach rechts. Mal sehen, ob das es bringt. Oder ist die Stage verändert? Bis jetzt sieht es nämlich nicht so aus. Die sieht noch ziemlich normal aus. Ja, die scheint völlig normal zu sein. Ist es auch. So, Bubbleman und auf zum Boss. In der Stage kann man halt sich das ganz leicht erleichtern, wenn man nach rechts zieht und einfach durchläuft. Und jetzt kommt noch Ehen, weil den sollte ich, denke ich, mal locker auseinandernehmen. Und dann ist Mega Man Final abgeschlossen. Das wird vielleicht all die Leute, die das Spiel nicht gefallen hat, freuen und all die Leute, die trotzdem Spaß am Spiel hatten, die vielleicht die Trolls gemocht haben, werden auf jeden Fall Freude daran haben, das Ende, das komplette Projekt aufgenommen zu sehen. Nachdem der erste Part nämlich schon vier negative Bewertungen instant hatte, habe ich schon überlegt, ob ich das Projekt überhaupt fertigstellen soll, aber ich werde es einfach fertigstellen, weil ich mir denke, ich lasse keine offenen Projekte übrig. So, und das war's mit Mega Man Final. Das war der letzte Boss. Und jetzt fange ich schon mal mit meinem Fazit an, weil das den Abspann, ja, kann man sich auch meinem normalen Mega Man 2 Let's Play angucken. Also, Fazit. Bewertung. Schwierigkeitsstufe. Da ich Saves jetzt nutzen musste, also 4 bis 5 von 6. Ist auf jeden Fall ein schwerer Hack, das gebe ich zu. Ansonsten, was haben wir noch? Das Level-Design war, naja, also vom Schönheit, es gab eine Menge Cut-Offs, auch wenn du gesagt hast, du hast versucht viel zu vermeiden, da waren etliche Cut-Offs drin. Dann war, was ich nicht so schön fand, diese verglitschten Gegner, also die in der Airman Stage, die sollten ja eigentlich einen Hintergrund haben. Ich weiß, dass es dann zu leicht wäre, weil der Hintergrund ja Bodenplattformen sind, aber trotzdem, also ich habe das auch bei meinem Problem, bei Overlord als Problem gehabt und ich habe die Gegner dann lieber weggenommen, als sie so verglitscht aussehen zu lassen. Auch wenn es schwerer wirkt. Ja. Dann, ja, eigentlich hauptsächlich Cut-Offs, die zu bemängeln waren. Die Schönheit des Hacks muss ich eine 3- geben. Ich
Ich würde, an manchen Stellen hätte ich echt die Bewertung knallhart runtergehauen, aber dadurch, dass es dein erster Hack ist, habe ich mich nochmal auf 3 plädiert. Oder sagen wir mal eine 3 plus. Okay. Ja, eine 3 plus, fast 2. So. Die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist Level-Design. Du hast ja an Simon viel zu viele Beispiele genommen mit den Kaizo-Springen. Das ist, aber das kann man nicht wirklich als schlechtes Level-Design betrachten. Was ich schlechtes Level-Design finde, sind Stage-Stellen, wo man praktisch nicht ausweichen kann. Das ist schlechtes Level-Design, da muss ich definitiv einen ganzen Punkt für abziehen. Und das zweite, wofür ich einen ganzen Punkt abziehen muss, ist die Tatsache, dass es notwendig ist, einen Glitch zu gebrauchen, um das Spiel überhaupt durchspielen zu können. Das ist nicht so schön. Leider muss ich noch einen Punkt dafür abziehen, dass du manche Bossräume einfach komplett vermurkst hast, indem du einen zwingst zu sterben da drinne, oder aber, dass du, dass die Bosse eigentlich keine Bosse mehr sind, sondern eigentlich nur eine verlängerte Stage. Siehe Bubbleman und Airman, Airman Boss. Das ist nicht schön. So unfair es auch klingt, wäre der Bewertung, aber das ist nicht schön. Ich würde mich freuen, wenn du bei deinem nächsten Hack das verbesserst. Das muss nicht immer eine zwingende Reihenfolge sein. Ich habe bei Overlord auch versucht, nicht zwingend bei jedem Boss eine Reihenfolge zu machen, nur bei den Items und bei der OP-Waffe. Und das hat eigentlich trotzdem noch mit den Bossen ganz gut funktioniert, dass sie dass die noch einen ganz guten Bossraum hatten. Ja. Ansonsten, außerdem, dass du das komplett aufzwingst, tust du praktisch auch dafür sorgen, dass die Leute sich nicht die nötigen Waffen für den Boss holen können. Das ist auch bei Overlord eigentlich nicht so. Du kannst dir für Heatman Bubbleman holen, für Airman kannst du dir Woodman holen, für Flashman kannst du dir Crashman holen, für Metalman kannst du dir Quickman holen. Das heißt, all diese Stages, wo du Waffen brauchst und die du nicht sofort machen kannst, dafür konntest du dir sogar noch die Waffe vorher holen, um dir den Boss zu erleichtern. Ist also eigentlich eine Sache, die man hätte einbauen können, und du hast es jetzt hier so zwangsläufig gemacht, dass man manche Bosse Bastoni einfach besiegen muss. Außer halt den ersten. Ist klar, beim ersten ist ja immer Bastoni, aber halt die anderen. Das fand ich nicht so toll. Jedenfalls nicht zwingend. Ja, dann, was gibt's noch zu bemängeln? Auf jeden Fall hat mir die Schwierigkeitsgrad, der hat mir schon gefallen. Wie gesagt, ich fand ein paar Stellen mit dem Glitch überhaupt nicht schön. Das ist kein gutes Level-Design, sorry. Wenn ich das so sage, aber es ist einfach so. Gerade die Wily Stage 3 fand ich schrecklich. Das war ja einfach durchgängiges Glitch-Using. Was fand ich denn sonst noch gut? Also, Wily Stage 1 hat mir sehr gefallen. Dann hat mir die Crashman Stage eigentlich gut gefallen. Abgesehen davon, dass das alles nur auf Pflicht basiert, aber das ist ja jetzt eigentlich egal. Die Quickman Stage hat mir ehrlich gesagt auch gefallen, mit diesem, dass man den Timestopper an der richtigen Stelle nochmal aufladen muss und nochmal neu nutzen muss. Das war schön. Die Metalman Stage war sehr gut. Die Bubbleman Stage hat mir, wie ich schon erwähnt habe, auch gefallen. Abgesehen von diesen Wasserglitches, da hast du die falschen Teile genutzt. Nicht sehr schön, das hätte man beheben können. Die Heatman Stage war ein bisschen krankhaft. Also, die hat mir nicht so sehr gefallen. Die Airman Stage hat mir auch nicht gefallen. Die Woodman Stage ist so ein Mittelding. Und die Flashman Stage, geh mir weg mit den schlittrigen Kaizo-Springen. Das hat die Stage für mich einfach unspielbar gemacht. Das heißt nicht, dass die Stage ultra schlecht ist, ist auch so ein Mittelding, aber die glitschigen Kaizo-Springen haben mich echt fertig gemacht. So, Wily Stage 2 fand ich nicht so toll, weil man da halt diesen, eigentlich hauptsächlich wegen dem Bossraum und diesem einen Raum, wo man da, wo ich weiß nicht, ob es eine bessere Möglichkeit gegeben hätte, da durchzukommen, aber
Das war ein ganz knappe Glitch-Using-Raum, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Allerdings muss ich einen positiven Punkt dafür geben, dass du da einen E-Tank für den Boss hast erreichbar gemacht, so dass es der Boss eigentlich schon leichter ist, als ich mir persönlich das gedacht habe. Aber die Tatsache, dass man beim Boss bei manchen Stellen nicht ausweichen kann, das ist nicht so eine tolle Sache. Deswegen habe ich dir nicht so gut gefunden. So, Wily Stage 3 habe ich schon was gesagt zu. Wily Stage 4 fand ich nicht unbedingt schlecht. Die war sogar eigentlich ganz interessant designt. Mit der Ausnahme von diesem einen Raum, wo man sich hat treffen lassen müssen. Und ich wüsste jetzt nicht, wie man da durchkommt, ohne dass man sich treffen lassen muss. Bei den Telly-Raum, wo die Plattform ist. Ich hoffe, du weißt, welchen Raum ich meine. Ich weiß nicht, wo man da sonst durchkommen sollte, wenn man sich nicht treffen lassen soll. Ansonsten, ja, die Tatsache, dass man den Boss zweimal machen muss, ist nicht unbedingt das Schönste, aber es ist auch nicht als schlecht anzuraten, weil man das ja im Originalspiel auch machen kann, um sich den Boss zu erleichtern. Deswegen ziehe ich dir dafür keine Punkte ab. So, Quiet Aid Stage braucht man nicht zu sagen, weil die Stage war nicht editiert. Von daher, bekommt das Gameplay im Gesamtmäßigen von mir diesmal wirklich eine 3-. Das ist schon ein bisschen gnädig, wie gesagt, weil erster Hack, sonst hätte ich dir wahrscheinlich schon fast eine 4 bis 5 gegeben. Das tut mir eigentlich schon fast leid, aber naja, ich muss da schon meine Erfahrungen mitspielen lassen, wollte ich schon fast sagen. Ich kenne ja schon einige Mega Man Hacks und ja, es kam nicht wirklich der Spaß mit rüber. Es ist schwer, das ist richtig, also das hast du erreicht, aber ich muss dazu auch sagen, jetzt im Gesamtbild, es ist schwer, nach meinem Bewertungssystem einen Hack gleichzeitig sehr schwer zu machen, sehr schön und das Gameplay sehr gut zu machen. Also wer das schafft, wer wirklich praktisch eine 1 plus in den Gameplay-mäßig kriegt und von der Schwierigkeit her die höchsten Punkte kriegt, der ist wirklich dann schon auf Hack-Niveau. Das ist unfassbar. Und ich meine, der beste Hack, den ich bisher gesehen habe, ist Indonesien Artefakt. Und selbst der Hack hat es noch nicht auf die maximale Skala geschafft. Also mach dir nichts draus, wenn die Bewertung jetzt nicht so nach deinen Wünschen ausgefallen ist. Und ja, ich hoffe trotzdem, dass es dir gefallen hat, dass ich den Hack gespielt habe und dass den Zuschauern, dem einen oder anderen es gefallen hat, dass ich den Hack Let's Played habe. Ich weiß, dass es einigen Zuschauern nicht gefallen haben wird. Einigen Zuschauern wird es gefallen haben. Ich persönlich bereue es nicht, den Hack gespielt zu haben. Da ich ja sowieso so ein Mega Man Hack Freak bin. Und ja, ich freue mich schon auf das nächste Projekt. Ich denke, das könnte jetzt Mega Man 2 Overload sein. Bin mir aber noch nicht sicher. Ich werde auf jeden Fall ist in Erwägung ziehen, jetzt als nächstes zu Let's Playen. Und ja, wenn das nicht, ich habe da noch andere Hacks, die ich vielleicht mal spielen möchte. Zum Beispiel Walkman Minus Infinity wäre noch interessant zu spielen. Ja, mal gucken. Wir werden auf jeden Fall uns im nächsten Projekt sehen. Und bis dahin und tschüss.